Gibt Gott wirklich? Riesenfragezeichen. Das ist ja die Kernfrage von allem. Und jeder Mensch muss sich irgendwann mal in seinem Leben diese Frage stellen. Und die kannst du halt wegdrücken, die Frage, die kannst du zudröhnen, die Frage, die kannst du irgendwie auf die Schnelle abtun. Aber früher oder später kommst du nicht herum, dass du dir wirklich intensiver die Frage stellst, kann es diesen Gott wirklich geben? Sunday Morning, dein Abenteuer mit Gott. Meine Schwiegereltern kommen aus der Steiermark, aus einem kleinen Dorf, das heißt Stumberg, da gibt es einen großen See und nicht weit weg von diesem See ist ein Ponyhof. Und in diesem Ponyhof gehen immer Kinder Pony reiten und das schaut dann etwa so aus. Und wenn ich so zurückdenke, erinnert mich das extrem an Folgendes. Das funktioniert so, da kommen Eltern hin mit ihren Kindern, dann setzen die Kinder aufs Pony drauf und das ist so eine eingezäunte Wiese mit einem Trampelpfad außen und da gehen dann die Kinder und die Kinder haben die Zügel in der Hand und sagen, schneller, schneller Pony, langsamer Pony, nicht fressen Pony, nicht fressen, nach vorne schauen, Galopp, Galopp, als würde das Pony jemals Galopp gehen, Galopp, Galopp und alle sagen sie, braves Pony, schlimmes Pony, dann hauen sie das Pony, dann streicheln sie das Pony, dann füttern sie das Pony und es schaut großartig aus von der Ferne. Nur jeder Elternteil, der drauf schaut, der sieht sofort, was wirklich läuft, nämlich das Pony macht, was es will. Es geht, wohin es will, wann es will, es bleibt einfach stehen, es frisst, wann es will, es geht einfach in den Stall zurück mit dem Kind drauf und das Kind sagt, böses Pony, böses Pony, böses Pony und das Pony geht einfach zurück in den Stall. Und wenn ich mir das Bild so anschaue, dann erinnert mich das extrem dran an das geistliche Leben, das unsere Kirche oft hat. Weil wir sagen, wir sind Christen und haben Vollmacht über alles Mögliche. Und dann, wenn ich so ganz nüchtern manchmal in mein eigenes Leben reinschaue und das Leben von manchen anderen reinschaue, dann erinnert mich das an den Stumbergsee, an die Bonnies, die eigentlich machen, was sie wollen. Und man sitzt drauf und man glaubt, man ist der große Reiter. Und die Wahrheit ist dahinter, dass wir oft gar nicht bewusst sind, welche Autorität wir haben. Dass wir oft gar nicht unsere Autorität als Kirche, als Christen ausleben. Diese Vollmacht, die wir haben, die bringen wir einfach gar nicht auf den Asphalt runter. Und niemand sagt uns, welche Vollmacht wir haben und wie das geht, dass wir die kriegen und vielleicht so im Idealfall noch so ein kleines Messgerät, das anzeigt, wie groß gerade unsere Vollmacht ist. Das wäre da auch ganz praktisch. Dann weiß man, was noch fehlt und was nicht fehlt. Und dann werden wir nicht so frustriert, wenn wir am Pony umsitzen und das Pony mit uns eigentlich macht, was es will. Herzlich willkommen zum Sunday Morning, herzlich willkommen Radio, Fernsehen, alle, die ja da sind. Heute geht es um Phasen vom geistlichen Leben und Phasen vom geistlichen Wachstum. Und es ist ganz gut, sich mal so ein bisschen einzutaxieren und mal zu sagen, na, wo stehe ich denn eigentlich? Wie bin ich eigentlich so drauf? Bin ich schon der volle, autoritäre Vollmächtige oder bin ich ein spirituelles Nackerbatzel? Und hier kommt gleich the very good news. Es ist total egal. Es ist total egal, ob du da in der Phase ganz am Anfang stehst. Es ist total egal, ob du bei der Phase ganz hinten stehst. Das ist nicht das Thema. Und wenn du eines Tages gestorben bist oder wenn der Herr wiederkommt und sagt, hey Baby, es ist Zeit für dich abzutreten, 3 Meter tiefer, und jetzt kommst du zu mir direkt hinauf, gell? Und dann wird nie die Frage sein, hier kommt die Checkliste, hast du das Pony brav geritten, hast du es gebürstet und gefüttert, hast du Karotte gegeben und so weiter? Das wird dich Gott nie fragen. Er wird dich nicht fragen. Hast du alles erfüllt? Aber er wird dir eine Frage stellen und die Frage wird so sein. Ich habe dir das gegeben und bist du von hier auch nur einen großen oder kleineren Schritt oder was auch immer nach vorne gegangen? Hast du das Talent und das, was ich in dich hineingelegt habe, hast du das entwickelt? Oder bist du einfach stehen geblieben oder bist du sogar zurückgegangen? Der Himmel und die Kirche ist nicht der Ort für die perfekten, ausgezeichneten Ehrenmedaille, Vietnam, Silbernes Kreuz, für alles Mögliche. Da ist nicht der Himmel. Sondern der Himmel ist der Ort von Dynamik. Der Himmel ist der Ort von, hast du deine Schritte irgendwie nach vorne gemacht? Es gibt einen Haken dran.
was in aller Welt, für welche Schritte soll ich denn tun? Ich habe ja keine Ahnung. Es sagt mir letztlich niemand, wo die Reise hingeht. Und die Geschichte mit, naja, bist halt schon brav, gell, du hast die Mama nicht anlügen und du hast halt der Caritas 100 Euro geben, ja, und wenn irgendwer schwer über die Straße geht, dann sagst du halt, kann ihnen helfen und so weiter. Dass die Nummer nicht wirklich funktioniert, das haben wir schon gecheckt. Sondern dass es um ganz andere Dinge geht, die uns vielleicht manchmal gesagt werden, um die es eigentlich geht. Und wir schauen uns heute so einfach so ein kleines, so eine kleine Roadmap an, machen so einen kleinen Deep Dive hinein in so eine Roadmap, wie sowas ausschauen kann. Und warum überhaupt wachsen, warum das ganze Ding, ja? Paulus sagt schon, und er spricht da von der berühmten Muttermilch. Und da sagt er, hey, liebe Leute, ich habe euch Milch zu trinken gegeben statt fester Speise. Warum habe ich euch Milch zu trinken gegeben statt fester Speise? Weil ein Baby kriegt Milch, Muttermilch. Wenn du geistig ein Baby bist, dann kriegst du Muttermilch. Und wenn du geistig wächst, dann kriegst du feste Nahrung. Und das ist auch schon gleichzeitig the big problem. Beike, kannst du mir die Uhr bitte geben? Das ist gleichzeitig the big problem. Warum? Weil du kannst nicht dein ganzes Leben lang Muttermilch trinken. Und es ist ziemlich öd und es ist ziemlich blöd und es ist ziemlich bescheuert für so ein Baby, wenn es von der Muttermilch wegkommt. Und du wirst dich sicher erinnern können, wie das bei dir war damals. Schau, wie du klein warst, du bist am Busen gehangen, es hat dir wahnsinnig getaugt. Der Busen war das Beste für dich, gell? Und du warst so dankbar, dass deine Mutter sogar zwei Busen gehabt hat. Das ist super. Und dass du dich gesäugt und gesäugt und gesäugt und gesäugt und irgendwann einmal fängt deine Mama an und die ist so arg, deine Mama. Die war so arg, gell? Irgendwann sagt sie, jetzt nichts mehr Busen, jetzt kommt ein Stück Nudel. Und du sagst, ich will keine Nudel, ich will unbedingt Busen haben, ja? Und dann kommt halt langsam immer mehr Nudel und dann kommt möglicherweise noch eine Erbse, die möglicherweise grün ist, eine Katastrophe, etwas Grünes zu essen, ja? Und so geht's halt dann eh wieder hin. Und ganz gleich ist es im geistigen Leben, ja? Du bist geboren, wirst genährt mit Muttermilch und dann irgendwann kommt der Augenblick, wo du zu festen Nahrung kommst und wo du dich wirklich mit geistigen, tiefen Dingen beschäftigst. Und das mag man nicht so gern, weil der Busen ist super. Das Problem ist, zu unserer heutigen Kirche, viele Leute mit 30 Jahren am Busen hängen, mit 40 Jahren am Mutterbusen hängen und manche vielleicht mit 80 Jahren auch noch am Mutterbusen hängen und niemand sagt ihnen, hey Baby, du musst weggehen, deine Mutter ist schon ganz ausgezehrt, die kann nicht mehr und du hast gar keine Zähne im Mund, du hast ja gar nichts drin, du musst irgendwann mal groß werden. Und das ist das, was Paulus da sagt. Und dieses Mutterbusenhängen ist ein bisschen blöd, gell? Und es kann auch sein, dass du deine Entwicklung schon gemacht hast und dann fällst du plötzlich wieder zurück, ja? Wie Paulus da sagt über eine Gemeinde. Da sagt er im Hebräerbrief, hey, ihr müsstet schon so reif sein für das, was ihr alles gelernt habt, für das, was ihr alles erfahren habt. Aber was mit euch passiert? Ihr habt eure Reife wieder aufgegeben und seid wieder zurückgekehrt an den Mutterbusen, weil du bist so nett und so schön und so wunderbar. Und damit will er nur sagen, Leute, wir müssen Schritte gehen des Wachstums und jeder Wachstumsschritt tut ein bisschen weh und jeder Wachstumsschritt kostet ein bisschen was und so weiter. Alles klar? Das ist die Grundlage. Und jetzt steigen wir ein in ein ganz einfaches Denkmodell. Ganz, ganz einfach. Und bitte häng dich nicht fest an Begrifflichkeiten, häng dich nicht fest an irgendwelchen Phasen. Sag nicht, das kann ja nicht sein. Bei der Geburt habe ich schon drei Phasen übersprungen. Ja, ist okay, glaubt dir eh keiner, aber passt schon für dich. Ja? Oder wenn du sagst, in die Phase will ich nie reingehen, sicher nicht, die lasse ich aus. Ist egal. Ist eine Roadmap. Das ist so eine Landkarte, wo du siehst, wohin eine Reise gehen kann. Und diese Landkarte kannst du natürlich auf tausend Arten machen. Die kannst du machen mit deinem mystischen Leben, die kannst du machen mit deinem Gebetsleben, die kannst du psychodynamisch machen, diese Roadmap in deinem Leben, die kannst du nach 100 Varianten machen. Und wir machen eine ganz einfache, eine jüngerschaftliche. Warum? Ganz einfach, weil da siehst du gleich so am Verhalten, wo du dich circa einpendelst. Und dann siehst du, wo die Reise hingehen könnte und keine Panik, alles wird gut. Wenn du nachher einen Therapeuten brauchst, es stehen einige bereit. Alles ist gut, keine Panik. Alkohol hilft auch kurzfristig.
Okay, und wir starten hinein in dieses Modell und das hat vier Phasen und hier ist es schon. Und du siehst, das ist so ein kleines Pflänzchen, es beginnt mit einem kleinen Samen, der irgendwo reinkommt, dann wächst das ein bisschen, dann wird das schon ein kleines Bäumchen, dann ist das schon ein richtig starker, fetter, cooler, satter Baum und zum Schluss sind es gleich eine ganze Reihe von Bäumen. Und ich sage dir jetzt bei jedem so ein bisschen was dazu, was gerade das Thema in der Phase ist. Und du kannst mal so ein bisschen hinspüren, so einen Taste davon kriegen, ob du dich davon irgendwann wiederfindest. Und wir starten gleich mit dem Beginn. Und der Beginn heißt originellerweise Beginn. Beginn ist immer gut. Und da stellen sich so die ersten Fragen, die Frage, gibt Gott wirklich? Riesenfragezeichen. Das ist ja die Kernfrage von allem. Und jeder Mensch muss sich irgendwann mal in seinem Leben diese Frage stellen. Und die kannst du halt wegdrücken, die Frage, die kannst du zudröhnen, die Frage, die kannst du irgendwie auf die Schnelle abtun. Aber früher oder später kommst du nicht herum, dass du dir wirklich intensiver die Frage stellst, kann es diesen Gott wirklich geben? Und wenn du sagst, boah, es könnte ihn gehen, dann beginnt eine wahnsinnig spannende Reise. Weil dann ist da die Frage, wenn es ihn wirklich geben würde, na, wie wäre er denn dann? Wie ist denn der Gott? Ist es einer, der sagt, boah, wenn du jetzt schlimm bist, kriegst du eins auf die Rübe, wenn du brav bist, dann belohne ich dich mit einem super Mittagessen und das Bankkonto wächst und was weiß ich, irgendwas. Gell? Wie ist der Charakter von diesem Gott? Und dann beginnt diese Wahnsinnsfrage, du stellst, boah, das kann ja nicht sein. Gott geht das volle Risiko ein und sagt, hey, ich bin der Vater. Ich bin der Vater und du bist das Kind. Warum geht das Risiko ein? Ich weiß nicht, wie dein Vater war. Dein Vater war sicher mega, mega, mega toll. Wahrscheinlich der beste Vater der Welt. Und trotzdem ist es nichts im Vergleich zu dem, wie Gott ist. Und wenn dein Vater nicht der allerbeste Vater der Welt war, sondern vielleicht ein paar Defizite gehabt hat, dann willkommen im Club. Und wenn dein Vater vielleicht ein echt mieser Hund war, ja, da gibt's ganz viele davon. Und wenn dein Vater vielleicht gar nicht da war oder gar nicht greifbar, ja, ja, auch all das gibt's. Und Gott sagt, vergleich mich mit dem idealen Vater. Und da sagt er diesen unglaublichen Satz, da sagt er in einem Gleichnis, sagt Jesus drinnen, gibt's unter euch, sagt er zu den Menschen, die rumstehen, gibt's unter euch irgendeinen Vater, der, wenn ein Kind fragt nach einem Brot, der ihm einen Stein gibt? Nein, sagen sie. Und gibt es unter euch irgendeinen Vater, wenn ein Kind fragt nach einem Fisch, gibt es da irgendeinen Vater vor euch, der eine Schlange hinhält? Und alle sagen nein. Und dann sagt Jesus über seinen Vater, wenn ihr schon, die ihr schlecht seid, in Matthäus 7 steht das drinnen, ihr schon, die ihr schlecht seid, was heißt ihr, die ihr schlecht seid? Naja, ihr Väter, die ihr selber gebrochen seid, die ihr selber einen Vater gehabt hat, der vielleicht nicht immer ganz fair war zu euch, die ihr viele Probleme mitschleppt, die vielleicht nie irgendwo die Gelegenheit gehabt haben, ihre Vergangenheit aufzuarbeiten, die in irgendwelchen Fallen drinnen sind, in Lebenslügen drinnen stehen. Also wenn ihr Väter schon die Schlechtheit so gut zu einem Kinder seid, wie viel besser ist erst der himmlische Vater? Und das ist halt ein Wahnsinnseinstieg in den Beginn der Jüngerschaft. Wenn das wirklich sein kann, man kann es ja nicht glauben, aber wenn das wirklich sein kann, ist das ein erstes Andasten. Und dann, boah, Schuld, das Thema Schuld, das total ungelöste Thema Schuld. Wie gehst du um mit Schuld? Weiß nicht, ob du Schuld geladen hast in deinem Leben. Ich einiges, gell? Aber da gibt es einen, der vergibt wirklich Schuld. Und heute ist es so ein Wort, geschuld, schuld. Ich bin ja nicht schuld, ja? Mein Gott, warum soll ich schuld sein, dass was weiß ich was ist? Natürlich sind wir schuld an Dingen. Und natürlich gibt es Dinge, die dein Gewissen dir aufzeigt, die einfach nicht gut waren in deinem Leben. Und es ist Schuld. Und da gibt es einen Ort, in dem Schuld vergeben wird. Da gibt es einen Platz unterm Kreuz. Jesus vergibt deine Schuld. Kirche neu sehen. Vielleicht hast du ein Bild von Kirche, wo du sagst, ja, mit meiner Oma bin ich immer in die Kirche mitgegangen. Das war das langweiligste, furchtbarste, grausigste, was es überhaupt gibt, gell? Oder den glaube ich alles nicht. Oder was weiß ich was. Und der ganze Kindermissbrauch. Und Kirchengelder. Und was sie nicht alles tun. Und der Erzbischof hat 4 Ferraris heimlich stehen und zieht sich am Abend immer um und fährt Ferrari und was weiß ich was. Was du dir alles für Bilder von der Kirche machst, ja. Und plötzlich kommt ein neues Bild von Kirche. Vielleicht bist du da zum ersten Mal und denkst dir, hey, das kann nicht Kirche sein. Das kann ja nicht Kirche sein da. Da sitzt man relativ angenehm, kann aufs Klo gehen, wenn man muss.
Das ist doch super. Und vielleicht ändert sich der Blick auf Kirche und es wird ganz neu. Und dann diese Sehnsucht nach Wachstum. Das sind die Leute, die sagen, boah, ich will mehr, ich will mehr, ich will mehr. Die sagen, okay, Gott, wirklich, der Vater. Und ich will nicht nur nicht zur Messe gehen, ich gehe zu einem Gebetskreis und gleich zu noch einem Gebetskreis und zu einer Konferenz und zu noch einer, Konferenz. Und warum kann Hillsong eigentlich nicht jede Woche eine Konferenz machen? Und ich will mehr, 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 mehr. Und viele bleiben hängen in dieser Phase des immer mehr Wollens und immer mehr Wollens und gehen nicht den zweiten Schritt, denn jetzt kommt der Busen weg. Nein, schrecklich. Wir gehen in die nächste Phase rein. Wir wachsen in der Jüngerschaft. Und das Wachsen heißt, weil ich setze mich tief auseinander mit diesem Vaterherz Gottes, mit dem Charakter Gottes. Er ist ein gerechter Gott und ein liebender Gott. Wow, wie geht das zusammen? Wie geht das in meinem Leben zusammen? Er ist der Richter, er ist der barmherzige Richter und der eifersüchtige Bräutigam. Wow, was bedeutet das für mein Leben? Und dann fängst du an, dein Leben zu verändern. Du sagst, wow, ich glaube, ich erkenne langsam, dass es den Gott wirklich gibt. Und dann fängst du an, dein Leben ein bisschen unterzuordnen unter all diesen Dingen. Dann fängst du an, auf Kleineres zu verzichten, damit du Größeres bekommst. Du fängst an, deinen ersten Preis irgendwo zu zahlen. Du sagst, boah, diesen Samstag saufe ich mich nicht voll nieder, erst nächsten wieder. Weil die Oma hat Geburtstag und die freut sich immer so. Und die Oma ist völlig von den Socken, die ich habe noch nie so gesehen. Die hat, ich habe nie Sonntagvormittag gesehen. Du bist am Leben, hast zwar dunkle Augenringe, aber du bist am Leben. Du hast dein Leben geändert schon ein bisschen. Oder du sagst, boah, ja, meine Ehe läuft so mittelmäßig, ja, weil es nicht so schlimm wäre, wäre ja coole Freunde. Meine Sekretärin ist ja ein heißer Ofen, gell? Und dann plötzlich sagst du, hey Sekretärin, wir müssen reden, gell? Es geht nicht mehr so weiter mit uns. Sekretärin versteht die Welt nicht mehr. Und sagt, du hast dich so verändert. Ja, du hast dich verändert. Du hast begonnen, größeren Wert zu sehen in größeren und gibst dafür Kleineres auf. Dann fangst du an, ein regelmäßiges Gebet, ein regelmäßiges Leben. Was heißt Gebet? Gebet heißt, du sprichst mit Gott, du nimmst mit Gott Verbindung auf und das geht auf ganz vielen verschiedenen Wegen. Haben wir schon ganz oft drüber gesprochen. Und du fängst an, regelmäßig in Kommunikation mit Gott zu sein und zu hören, okay, was will er, was denkt er über mein Leben? Wie tut er, wie macht er? Was sagt er zu mir? Was soll ich heute tun? Und so weiter. That's really cool. Du bist schon eine wirklich stattliche Pflanze. Der Rasenmäher haut dich nicht mehr um. Der Schneepflug schon. Und jetzt kommt der nächste Busen weg. Ah, blöd, dass es zwei Busen gibt. Und du machst den nächsten Wachstumsschritt. Und dann könnte man nennen einfach entschlossene Jüngerschaft. Das heißt, du hast wirklich eine Entscheidung gefällt in deinem Leben. Du hast gesagt, wow, ich glaube, dass es diesen Gott gibt. Ich versuche mit allen Möglichkeiten, ich habe zu glauben, ich habe das studiert, ich habe mich intensiv damit beschäftigt. Da hast du erkannt, dass es nicht gut ist, dass du allein bist. Du bist Teil einer Gemeinschaft geworden, einer Gruppe, einer Bewegung, einer Organisation, einer Kirche, wo auch immer. Du hast den Wert davon erkannt, was es heißt, in einer Gemeinschaft zu sein. Du hast den Wert davon erkannt, dass du von dir wegschaust und nicht mehr der bist, der immer alles empfängt, sondern drehst jetzt den Spieß um und fangst an zu geben. Du fangst an zu dienen. Du fangst an, in andere hinein zu investieren. Und plötzlich merkst du, dass du ja selber größer wirst, je mehr du gibst. Plötzlich merkst du, je mehr du in Menschen rein investierst, auch wenn sie schwierig sind, dass du selber wächst, dass du selber größer wirst. Und du bist schon ein echter Baum, du bist echt schon ein Jüngerschaftsbaum. Wenn dein Auto reinfällt, fallen die Äpfel runter, aber das Auto ist kaputt, du stehst. Du stehst schon very fast in deinem geistlichen Leben drinnen. Und du beginnst Menschen zu gewinnen dafür. Warum? Nicht, weil du willst, dass du halt nicht allein bist, sondern weil du sagst, das ist so genial, dass es einen Vater im Himmel gibt, das ist ja genau das, was du brauchst. Wie kannst denn du leben ohne das, dass du die Kraft von diesem Vater hast? Und dann kommen Leute und du fängst an zuzurüsten und auszustatten und in sie hinein zu investieren. Und dabei wächst du selber und selber und selber.
Hast du schon erkannt, wo du circa bist? Einen gibt es noch. Wir nennen ihn Disciple Maker. Was macht der? Der fängt jetzt an, Menschen wirklich zu einer Lebensübergabe zu führen. Was heißt Lebensübergabe? Lebensübergabe heißt, dass der dann betreust, dass der wirklich erkennt und sagt, boah, ich gebe mein Leben Jesus. Er sagt, Jesus, ich trete zurück und ich stelle mich unter dein Licht. Und solche Lebensübergaben macht man immer wieder mal, ist immer wieder mal zu aktualisieren oder einmal ganz fett im Leben. Und da sagt man dann meistens so, Jesus, mein Leben gehört dir. Und ich glaube, dass der liebe Gott wahnsinnig schmunzelt bei jeder Lebensübergabe, weil es wahrscheinlich keinen Ort gibt auf der ganzen Welt, wo so viel gelogen wird wie bei der Lebensübergabe. Sagst du, Jesus, mein ganzes Leben in deiner Hand. Und dann gehst du raus und hast schon wieder vergessen und drehst schon wieder alles um und managst dein eigenes Ding und glaubst, dass du aus eigener Kraft alles schaffen musst. Glaubst, dass du der Einzige bist, um den sich alles dreht. Kämpfst dich ab, strudelst dich ab, haust rein, kannst nicht mehr, kommst in den Burnout, dann brichst du wieder zusammen und sagst wieder, Jesus, ich kann nicht mehr. Er sagt, great, endlich. Endlich kann ich kommen. Endlich kann ich wieder in dein Leben zurückkommen. Aber Gott weiß, dass wir Menschen so sind. Der weiß das. Und ich glaube, er schmunzelt sehr bei diesen Lebensübergaben. Dann fangst du an, Jünger zu coachen. Und dann fangst du zunehmend an, Dinge von Gott her zu denken. Nicht mehr von Menschen her zu denken, sondern von Gott her zu denken. Gesellschaftliche Zusammenhänge. Wie Leben funktioniert. Wie das ist mit Abtreibung. Wie das ist mit dem Tod. Wie das ist mit Sterbehilfe. Hast du schon jemals von Gott her gedacht oder eben nur von Menschen her gedacht? Und dann beginnen sich Dinge zu verändern. Und schlussendlich, wenn du in der Stufe bist, fangst du an, Lebensentscheidungen zu treffen, nach dem, wo du die größte Wirksamkeit hast, wo du am meisten für das Reich Gottes tun kannst. That's really cool. That's really cool. Und zwischen diesen Phasen, laufen extrem viele unterschiedliche Prozesse. Die ganzen inneren Reifeprozesse laufen da. Zum Beispiel die tiefe innere Gottes zu erleben, die dunkle Nacht zu durchstreiten, Zweifel als Mutter des Glaubens anzunehmen, die Reich Gottes Prinzipien, das scheinbare Rückfallen in den alten Menschen, von Gott her denken, mystische Erfahrungen. All diese Dinge gehen da im Kreis, immer wieder im Kreis und so wächst du und so gehst du deine Schritte. Und du kannst dich fragen, wo du selber stehst. Und so ein Sunday Morning wie heute, gell? So ein Sunday Morning ist eine lustige Sache. Ich habe dir ein kleines Diagramm mitgebracht. Sie ist auf der einen Seite die Intensität, auf der anderen Seite die Zeit. Und wenn du irgendwo hinkommst, ist es für dich meistens sehr wichtig, dass das Ding attraktiv ist. Deswegen ist hier bei der äußeren Attraktivität, ist es ganz oben am Anfang. So beginnt dein Leben. Du gehst wohin, wo was äußerlich attraktiv ist. Und dann beginnt aber gleichzeitig eine Innerlichkeit von dir zu wachsen. Da beginnen diese Jüngerschaftsbäumchen in dir zu wachsen drinnen. Und je mehr deine Innerlichkeit wächst, desto weniger wichtig ist dir die äußere Attraktivität von irgendetwas. Warum versuchen wir da in der Home Church alles so schön zu machen und so gut zu machen, so bequem zu machen? Damit wir eine hohe äußere Attraktivität haben. Warum? Damit Menschen kommen und innerlich zu wachsen beginnen. Und je länger du in einem Sunday Morning dabei bist oder irgendwo anders dabei bist, in einer anderen Gemeinde dabei bist, desto unwichtiger sind dir die Details am Rande. Soll ich dir ganz was Arges sagen? Der Worship heute war super, aber es ist völlig egal, wie er war. Es spielt keine Rolle, es ist völlig wurscht. Die Message heute, gell? Ist vielleicht nett, vielleicht fühlst du dich provoziert, vielleicht denkst du ja so ein Mist, ich will mein Geld zurück oder was auch immer, ja. Aber es ist total wurscht. Es ist total egal, gell? Es ist egal, gell? Die Worte, die der Priester nachher sagen wird, es ist wurscht, es ist egal, es geht nicht um das. Ob du jetzt da bequem sitzt oder unbequem sitzt, ob du dein Brioche isst, ob der Kaffee passt und so weiter, das ist total egal, wann, wenn du wächst in deiner Innerlichkeit. Wenn deine Innerlichkeit noch ganz dünn ist, dann ist es ganz wichtig. Da ist es ganz wichtig, ich gehe nur zum Sunday Morning, ich gehe nur in eine Gemeinde, wenn meine Freundin mitgeht. Wenn meine Freundin diesmal nicht dabei ist, dann gehe ich auf keinen Fall. Oder, beim letzten Sunday Morning hat mich einer so schief angeschaut, da gehe ich nicht mehr her, weil der hat mir sicher gezeigt, dass ich ein totaler Idiot bin und da gehe ich sicher nicht mehr hin. Und lauter solche Dinge.
Oder, man, heute bin ich so müde und so Ding und ich weiß nicht, gell. Und die letzte Message war auch so schlecht, gell. Ich weiß nicht. Das machst du ganz am Anfang. Aber wenn deine Innerlichkeit wächst, dann kann die Äußerlichkeit abnehmen. Und das ist das Coole zum Beispiel, unser Background ist ja die katholische Kirche, gell. Und du musst dir manchmal wirklich fragen, wie kann die überhaupt noch am Leben sein? Und diese Kurve ist der Grund dafür. Weißt du, da bist du manchmal bei uns in einer Messe drinnen, es ist eiskalt, der Hintern tut dir weh oder der Hintern brennt dir an, weil eine Heizschlange genau unterhalb durchgeht, das Kreuz tut dir weh, weil hinten drückt dir was rein, ein kleines Kind haut ständig das Gotteslob neben dir auf den Boden runter und reißt eine Seite nach der anderen raus, der Priester redet von Dingen, wo du ihm kein Wort glaubst, von dem, was er da oben sagt, du bist dir gar nicht sicher, ob du ihm überhaupt zuhören kannst, ja. Es ist furchtbar, aufs Klo musst du, alles Mögliche, gell? Dann sind vier alte Damen drinnen, die achtstimmig singen. Ja, du glaubst, du bist im siebten Himmel drinnen, gell? Und weißt du, was die Wahrheit ist? Es ist nicht so schlimm. Es ist nicht so schlimm, wenn deine Innerlichkeit gewachsen ist. So gesehen kannst du sagen, die Katholischen haben ganz starke Innerlichkeiten. Es ist egal. Und wenn deine Innerlichkeit gewachsen ist und wenn du verstanden hast, wie das eigentlich läuft, gell? Wenn du verstanden hast, dass Jesus sagt, versammelt euch, wenn Jesus sagt, dass der Sabbat kommt, der Sonntag ist ein heiliger Tag, ich möchte, dass ihr zusammenkommt, ich möchte, dass wir gemeinsam das Mahl feiern, dass wir gemeinsam Brot brechen, ich möchte, dass ihr einen Tag off habt aus eurem Leben, einen Tag aus und nichts macht, euch total erholt, keine Arbeit, kein nichts mehr macht, sondern das ist ein Tag, für den ich dir schenke als Mensch und versammel dich. Wenn du das verstanden hast, dann denkst du dir eigentlich, na, so heiß oder kalt ist der Bobo gar nicht. Aufs Klo, mein Gott, geht halt der Tropfen ins Hosel. Es wäre nicht zum ersten Mal, ja. Und dann, ja, der Priester wird schon gut meinen, gell. Und so irgendwie. Und es ist egal, es wird immer mehr egal. Warum? Weil du innerlich deine Wege gegangen bist. Weil du innerlich erkennst, wow, diesen Gott könnte es wirklich geben. Und es könnte wirklich stimmen, was Jesus, sein Sohn, über ihn erzählt. Und es könnte wirklich sein, dass ich mich nicht alleine abplagen muss. Es könnte wirklich sein, dass ich nicht nur auf meine irdische Kraft bauen muss, sondern da kommt noch eine Dimension dazu von einer übernatürlichen Kraft, die ich habe, die ich mir aufs Erste nicht erklären kann. Wow, es könnte wirklich sein, dass ich berufen bin, einen Unterschied zu machen auf dieser Welt. Es könnte wirklich sein, dass es mein Job ist, signifikant zu leben, einen Unterschied zu machen. Und wow, es könnte wirklich sein, dass ich berufen bin zum ewigen Leben. Dass der Tod eigentlich ein Fest ist, ein Hochfest ist. Der Wurm wird keine große Freude an mir haben, weil ich bin schon längst weg, wenn der Wurm kommt. Ich bin schon längst weg. Und ich brauche mich nicht zu sorgen und ich brauche mich nicht fürchten. Aber dazu müssen wir unsere Schritte gehen. Dazu müssen unsere Bäumchen wachsen. Dazu müssen wir vom Busen weg und müssen wir beginnen, ein bisschen Brot zu essen. Und das wünsche ich dir und das wünsche ich mir, dass wir darin nicht müde werden, diese Schritte zu tun. Wir wollen kurz beten. Vater im Himmel, wenn es dich wirklich gibt, dann will ich mein Leben ganz neu unter dein Licht hineinstellen. Jesus, ich will dich annehmen. Jesus, meinen Erlöser, der alle meine Schuld getragen hat. Und der gesagt hat, es ist gut, dass ich gehe, damit der zu euch kommt, der Heilige Geist, der euch leitet, führt und der euch lehrt, alles zu bewahren. Und Vater im Himmel, ich möchte signifikant leben. Ich möchte den Unterschied machen auf dieser Welt. Mit deiner Hilfe. Amen. Sunday Morning, dein Abenteuer mit Gott.